Hallo Elektronikfreunde, hier geht es mal wieder um eine Reparatur, in dem Fall hier von so einem Netzgerät von Füwe oder sowas, wie man das ausspricht, weiß ich jetzt nicht, aber Füwe ist der Hersteller. Und zwar ist es ein Netzgerät, was offenbar an Schulen verwendet wird und für Physikunterricht oder sowas. Und hier steht drauf Netzgerät für Halbleiter. Und bei diesem Netzgerät ist es so, das hat hier 5 Volt, 0,6 Ampere auf beiden Seiten und 0 bis 16 Volt 0,3 Ampere. Relativ schwach, also muss man sagen. Und vom Gewicht her relativ schwer. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein linear geregeltes Netzteil drin für die 16 Volt und für die 5 Volt sicherlich auch. Ja, was ist jetzt hier defekt? Also einmal ist hier der Knopf irgendwie lose, beziehungsweise das Poti innen. Dann habe ich mal die Spannung nachgemessen. Also hier auf der rechten Seite die 5 Volt, die scheint zu funktionieren. Dann die einstellbare Spannung, die scheint auch zu funktionieren. Auf der Seite die einstellbare war, glaube ich, auch in Ordnung. Genau, die ist auch in Ordnung. Aber hier die 5 Volt auf der linken Seite, da kommt nichts raus. Also dieser 5 Volt Ausgang ist defekt. Sicherlich wird da jetzt nichts Weltbewegendes dahinter sein, also im Gerät wird, denke ich mal, wird es relativ einfach aufgebaut sein von der Elektronik dort. Man sieht auch hier die Spannungsversorgung, hier die Einstellbare hat noch nicht mal eine Strombegrenzung, also relativ einfach aufgebaut. Gut, also ich schraube es auf und gucke erstmal rein, was da so drin ist. Ich habe jetzt hier die 4 Schrauben abgeschraubt und habe mich erstmal gewundert, wie man das auseinander kriegt. Jetzt habe ich aber gesehen, dass dieser Teil hier, da wo die Kaltgerätebuchse drin ist, nicht mit dem Blech hier verbunden ist. Das heißt, ich kann das jetzt hier ganz normal abziehen. So, ist also hier ein schönes Blechgehäuse. Und so sieht das ganze Teil von innen aus. Dann haben wir hier die Elektronik. Also man sieht schon großer Trafo in der Mitte, Leistungstransistoren hier, Siebelkos hier auf der anderen Seite, ich drehe es mal so. Also hier ein paar Siebelkos sind hier drin, Hauptschalter natürlich, dann haben wir hier ja auch nochmal ein paar Trimmer irgendwie zum Einstellen, wo jetzt die 5 Volt eingestellt werden, das sehe ich im Moment nicht. Ich weiß nicht, ob das die Transistoren, das sind wirklich Transistoren und keine Regler. Da müsste ich gleich mal gucken, wo diese 5 Volt eingestellt werden. Aufgrund des Alters, denke ich mal, werde ich die Elkos, die jetzt hier zu sehen sind, hier auch diese silbernen, dort, ich halte mal das hier hoch, da, die werde ich sicherlich austauschen. Also ich werde einen kompletten Elko-Tausch machen, damit es dann wieder sicher funktioniert. Und ja, mal gucken, was da denn defekt ist. Wie man sieht, habe ich jetzt hier die Leiterplatte ausgebaut und ich habe davor ein paar Fotos gemacht, weil man sieht, es sind sehr viele Leitungen jetzt hier drin. Und damit nachher beim Zusammenbau alles wieder richtig zusammengebaut wird, muss man also Fotos machen. Ich habe mir auch noch eine Skizze gemacht, hier so mit ein paar ja, Informationen dazu, wie das alles da zusammengeschaltet wurde. Ich habe auf der Leiterplatte auch schon ein paar Elkos rausgenommen, hier wie man sieht. Und werde die erstmal besorgen. Und was ich gesehen habe, ist hier in den Ecken, hier rechts und hier links. Ich werde das mal rüber drehen. Ich hoffe, dass man das sieht. Und zwar dort. Ach, das sieht man jetzt leider nicht in der Kamera. Hier. Das sind die 5-Volt-Regler. Also hier ist ein 5-Volt-Regler drin. Und auf der anderen Seite hier genauso. Ja, das sind 5-Volt-Regler. Und ich vermute, einer von den beiden ist einfach kaputt. Nämlich der linke von vorne gesehen, also der müsste das sein, also hier aus gesehen der rechte. Das heißt, ich werde Folgendes machen, ich werde den mal anschließen an einfach ein Netzteil. Ich habe ja die Drähte sind ja alle lose. Und werde mal gucken, ob da 5 Volt rauskommen. Ich vermute nein. Dann werde ich ihn austauschen. Und dann sollte der 5 Volt Bereich eigentlich auch wieder gehen. Bei dem einstellbaren Bereich sieht man hier auf der Leiterplatte, dass alles diskret aufgebaut wurde, also ohne ICs. Hier sogar mit grünen Transistoren auf
Transistorhaltern sozusagen, beziehungsweise es sind eigentlich Abstandshalter. Und ja, da findet man also überhaupt kein IC oder sowas. Und so wird die einstellbare Spannung erzeugt. Gut, jetzt habe ich natürlich den Spannungsregler 5 Volt nicht in dieser Form, sondern ich habe den hier nur im normalen TO220 Gehäuse. Das heißt, ich werde den einmal hier mal dann auch abschrauben, mal kurz durchmessen, erstmal abschrauben und dann gegen einen neuen dann austauschen. Und im Anschluss daran werde ich natürlich die ganzen Elkos tauschen und dann das Board wieder einbauen und hoffen, dass das wieder alles geht. Ich habe jetzt hier auf der linken Seite mal den Spannungsregler genommen, habe hier eine Spannung angelegt, weiß ich nicht, von 10 Volt und messe die Ausgangsspannung, also 5 Volt kommt raus. Und jetzt werde ich mal auf der anderen Seite messen, also der andere Spannungsregler hängt dort auch dran an dieser Eingangsspannung. Und wenn ich jetzt hier mal messe, ja, dann sieht man, kommt eben nichts raus, der ist wirklich defekt. Das heißt, den schraube ich jetzt ab, tausche den aus und dann geht es da weiter. So, der neue Spannungsregler ist hier dran, wie man sieht, mit den rot und blauen Schrumpfschläuchen drüber. Und jetzt geht es weiter mit dem Tausch der Elkos. Die Elkos habe ich hier alle getauscht, also hier den blauen, den goldenen und die beiden schwarzen jeweils auf der Seite, auf beiden Seiten. Und jetzt muss die Platine hier in das Gehäuse montiert werden. Und dazu, ich mache mal hier hoch, kommt die Platine jetzt wie rum, also so rum. So kommt die jetzt rein, dann wird sie hier untergeschoben ein Stück. Und das ist echt doof gemacht, muss man dazu sagen. Und dann werden hier im Gehäuse, dort und dort, werden lange Schrauben zum Trafo geführt. Und leider sind da auch noch solche Abstandsröhrchen dabei. Die muss man irgendwie fixieren, damit die nicht da runterfallen. Und das will ich jetzt erstmal machen und dann werde ich die Leitung wieder anschließen. Die Leiterplatte mit dem Trafo ist jetzt hier festgeschraubt. Also hier sind ja die Schrauben, hier sind diese Abstandshülsen. Und jetzt nehme ich einfach hier mein Papier, was ich vorher mal kurz skizziert habe, und werde dann hier die ganzen Leitungen dort wieder dort an die Position stecken. So, auch die Leitung habe ich jetzt hier wieder rangesteckt, dort wo sie hin müssen, hier vorne natürlich auch. Und bevor ich jetzt das Gehäuse komplett zusammenschraube, werde ich mal einen Funktionstest durchführen. Dazu schließe ich jetzt mal hier das Multimeter an. Hier vorne links erstmal. Da müssten ja, glaube ich, 5 Volt rauskommen. Dann Netzstecker ran. Und schiebe das mal ein Stück zur Seite hier, damit man es sieht. Dann schalte ich ein. Und wie man sieht, auf der Seite habe ich jetzt 5 Volt. Auf der anderen Seite, da sind jetzt natürlich auch 5 Volt, sind ja neue Regler drin. Bei der einstellbaren Spannung hat sich eigentlich nichts geändert. Kann ich also einstellen hier. Hier auf der nächsten Seite auch nochmal kurz testen. Da sieht man auch. Okay, und damit ist das Gerät erstmal soweit wieder in Ordnung. Ich werde das Gehäuse jetzt dann eben komplett zusammenschrauben. Um das jetzt zusammenzuschrauben, müssen erstmal hier diese Abstandsdinge auf diese Frontplatte aufgesetzt werden. Und dann kann man jetzt das hier rauflegen. So. Und das sollte eigentlich dann passen. Ein bisschen anheben. Und jetzt werden hier, dort und in allen Ecken hier, auch dort Muttern draufgeschraubt, sodass dann die Frontplatte hier dann erstmal festsitzt. Ich werde erstmal festschrauben jetzt. So, die Frontplatte habe ich draufgeschraubt, auch ein bisschen sauber gemacht. Und jetzt kann man ganz einfach hier das Ganze hier in dieses Gehäuse einfach setzen. Dass es passt, müsste ja
Genau. Überall bündig. Und dann wird es hier an den vier Schrauben, die ich ja vorne abgeschraubt habe, natürlich wieder dann zusammengeschraubt. So, Gehäuse ist montiert und jetzt kommen natürlich noch die Drehknöpfe und da ist es so, die sind so ein bisschen seltsam aufgebaut. Da ist einmal so ein Teil innen und natürlich der Drehknopf an sich selber. Und ich habe jetzt auf 0 gedreht, setze jetzt also dieses Teil hier mal auf und jetzt werde ich den Drehknopf so montieren, dass er natürlich auf 0 steht, der Drehknopf so, müsste eigentlich passen, und den anderen auch, dann stimmt wahrscheinlich auch hier die Anzeige von der Spannung. So, die Drehknöpfe sind jetzt drauf und ich will noch mal ganz kurz hier die Anzeige so ein bisschen überprüfen. Also wenn ich jetzt hier auf 5 Volt zum Beispiel drehe, gut, dann haben wir nur 4,77, dann haben wir 10 Volt ungefähr, 9,67 und 15, dann gucke ich mal hier direkt von vorne, haben wir nur 13,7. Also das ist immer besser so, wenn man jetzt hier 15 Volt einstellt und 13,7 kommt raus, ist besser, als wenn es andersrum wäre. Also wenn ich jetzt 15 Volt einstelle und da kommt 17 Volt raus. Also insofern lasse ich das auch erstmal so. Und bei der anderen Seite natürlich genau das gleiche. Mal kurz checken. Müsste eigentlich in etwa passen. Ja, 4,9 bei 5. Dann haben wir jetzt ungefähr 10, 9,5 und 15 sind 3,2, also das passt eigentlich. Und die 5 Volt haben sich ja nicht geändert. Kann ich auch mal kurz rangehen hier. 5,02 und hier eben auch, ja, auch 5,02. Ja, das war mal wieder hier so eine Reparatur von so einem sehr alten Netzteil. Und von der Konstruktion des Netzteils kann man nur sagen, es ist eigentlich eine reinste Katastrophe, so wie das innen aufgebaut war. War sicherlich sehr aufwendig herzustellen, aber trotzdem kann man solche alten Geräte immer wieder doch reparieren. Da sind meistens irgendwelche Standardsachen hier nur drin. Ja, das war's und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.